Hi Leute, heute mal ein ganz kurzes und schnelles Video über die schlangenfreie Heilkost. Ein Fehler, den viele machen. Viele, die Arnold Ehrets, ja, schlangenfreie Heilkost lesen und da sehr begeistert von sind. Und ich war das von Anfang an auch sehr, bin da sehr extrem und sehr schnell reingesprungen. Und ja, mir ist erst nach ein, zwei Jahren aufgefallen, dass das viel zu schnell war. Beziehungsweise in was für ein Ungleichgewicht ich gekommen bin, dass das Ganze nicht mehr so anwendbar ist wie damals. Auch Ehret hat damals beziehungsweise sogar schon gesagt, es ist unglaublich individuell und ich hatte halt wirklich so diese naive, kindliche Art und dachte so, okay, da springe ich mal rein. Und ich dachte auch wirklich, ich kann mir dabei nichts Schlechtes tun, ich kann mir dabei nicht schaden oder so. Ich war da recht naiv und wollte es einfach umsetzen und dachte, wow, mehr Gesundheit, sehr schön. Und habe schon gemerkt, wie ich beim Sport immer mehr machen konnte, die Leistung immer besser war, Regenerationsfähigkeit immer mehr hochgegangen ist, das heißt, ich hatte kaum noch Muskelkater und so weiter. Ja, aber ich dachte eben, so geht's weiter und hatte da eben meine kindliche Naivität und habe das dann sehr lange gemacht, habe dann zum Beispiel gemerkt, okay, man muss doch irgendwie einiges beachten, wenn man den Körper reinigt, vor allem, dass man genug ausleitet. Und es ist unglaublich wichtig, da sehr gezielt und Schritt für Schritt vorzugehen. Das war ungefähr, wie ich da vorgegangen bin, ich dachte halt, ich habe mir ein paar Blinddarmoperationen nur als Beispiel angeschaut und dachte jetzt, okay, jetzt habe ich hunderte von Operationen angeschaut, jetzt mache ich das mal an mir selber. Aber es ist halt doch gar nicht so einfach, musste ich feststellen und konnte mir das auch erst gar nicht so richtig eingestehen. Ja, und habe jetzt aber einfach in den letzten Jahren wirklich gemerkt, okay, wie kann man da vorgehen? Ja, mittlerweile einfach mit hunderten von Leuten da gesprochen, ausgetauscht, selber bei mir die Erfahrung über die letzten 5 Jahre einfach mit der schleimfreien Heilkost auch intensiv gemacht, aber auch schon vor 14 Jahren im Grunde begonnen mit vegetarisch-vegan dann umzustellen. Und ja, da einfach gemerkt, dass man ja sehr viel falsch machen kann. Und gerade sowas wie, dass die Zähne drunter leiden, dass man irgendwie in ein Untergewicht einfach kommt, starkes Untergewicht, dass man aus der Balance kommt, aus dem Gleichgewicht kommt, nicht mehr die Stabilität hat, emotional, psychisch, diese Unruhe stark hochkommt, man ja einfach diese Schwächegefühle hat und in solche Phasen dann sehr schnell reinrutscht. Und das wollte ich heute wirklich mal mit dir teilen. Das ist wirklich nämlich was, wo man jetzt bei der schleimfreien Heilkost eben bei von Arnold Ehret, heutzutage ist es einfach nochmal, das sind Welten. Also wenn man 1911 mal vergleicht, jetzt nach dem Krieg hat das Ganze erst angefangen mit den ganzen Spritzmitteln extrem. Und so schlecht vom Gesundheitszustand her wie heutzutage, hat mit uns noch nie ausgeschaut. Noch dazu der Aspekt mit der Bewegung, der jetzt in den letzten Generationen einfach dazu gekommen ist, dass überhaupt keine Bewegung mehr vorhanden ist. Und das wird unglaublich unterschätzt und ich habe es auch unterschätzt. Und ja, es ist wirklich nicht so simpel und man sollte da wirklich irgendwie schauen, dass man da sich wirklich austauscht. Die Erfahrungen von anderen Menschen sich anschaut, und zwar heutzutage wirklich, was sie damit gemacht haben, wie es da ausschaut, und dann wird man sehr schnell feststellen, dass sehr, sehr, sehr viele Leute da reinfallen, dass sie dann ja Probleme bekommen. Es vielleicht mal eine Zeit lang ganz gut funktioniert, aber dann nicht mehr und die Stabilität dabei nicht da ist, das Emotionale dabei auf der Strecke bleibt. Die Zähne teilweise kaputt gehen, kaputt gemacht werden und vieles mehr. Und dass dir das nicht passiert, deswegen schau dir unbedingt hier noch mehr Videos an auf dem Kanal. Lass uns gerne auch mal zusammen darüber sprechen, wie es bei dir ausschaut, wenn du das möchtest. Da ist auch ein Link unter dem Video. Beziehungsweise schreib hier auch gerne mal, dass hier mal alle sich austauschen können, die Erfahrung damit gemacht haben. Deswegen möchte ich das Video auch machen. Und dann
war es das eigentlich zu dem Thema. Ich bin sehr gespannt zu lesen, wie es dir da ergangen ist, ob du schon Erfahrungen mit hast. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag heute und mach's gut. Ciao.